Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik mit dem Blick ins Zeitschriftenregal im September 2023. Nicht komplett, aber glaube ich mit einer repräsentativen Auswahl. Das nicht ganz komplett ist, es ist manchmal gar nicht so einfach, die Dinger immer überall zu finden. Aber ich glaube, wir haben schon die exakte Mischung, die es heute interessant macht. Interessant ist, dass wir einen Neuzugang haben, nämlich Dreams. Herzlich willkommen. Und einen Abgang. Ich habe sozusagen nur der Vollständigkeit halber noch dabei gelegt. Aber eigentlich raus und wahrscheinlich kaum noch zu kriegen. Explorer, die Freude aller Eltern und ja, wohl auf jeden Fall nicht genug verkauft. Also der ist raus, da rückt jetzt Dreams nach. Wir haben immerhin drei Hefte davon, die mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurden, nämlich Star Wars, Ninjago und heute überraschend im nicht vorhandenen Briefkasten Dreams. Der Rest ist gekauft. So, dann gucken wir doch mal kurz, was haben wir denn da? Ja, wir fangen aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen dröge an, nämlich Brot- und Buttergeschäft. Wir haben hier so ein Jetpack und einen dazugehörigen Ranger oder Coast Guard oder was das dann nochmal sein soll. Ein flottes Jetboot übrigens. Haben wir schon mal flott als Attribut gehabt? Oh, der ist mega mutig, okay, mega hatten wir oft, aber flott? Naja, gut. Also auf jeden Fall kein High, obwohl es hier drauf angedeutet ist, 24 Teile. Bei City ist das Ganze. Und wenn man will, kann man hier noch einen kleinen Booster mit den neuen Ninjago-Karten sich dann zu Gemüte führen. Jo, einfach gebaut, dazu eine Minifigur mit Funkgerät und Rettungsweste. Kein zweites Gesicht, aber 3-Tage-Bart, vielleicht auch mehr. Na, kann jeder selbst überlegen. Hier, geht in die Arktis. Na, vielleicht ist das auch Arktik, ne? Also wir gucken mal rein. Im Zweifel haben wir das Ganze hier nochmal. Nee, im Sumpf geht diesmal hier mit einem wunderschönen Tröd. Ja, genau, kann man sich dran festlesen. Ja, auch hier wieder der Comic mit dem Bauen und mit den Rätseln und ähnlichem verwoben, was ich ja persönlich immer wieder cool finde. Und ja, Rätsel, Rätsel, Comic, Comic. Spannendste ist ja dann doch am Ende. Was gibt es nächstes Mal? Und zwar schon sehr bald, wenn man das hier sieht. 29. September, mega extra. Mal nicht ein flottes. Ich liebe diese Stadt und bagger noch, was? Ich liebe diese Stadt und bagger noch viel mehr. Na, der alte John Travolta da. Genau, also Bauarbeiter mit Radlader. Vielleicht meint er auch den Radlader. Man weiß es nicht. So, als nächstes das Heft ohne Owen. Ist das heute mal. Nämlich ein Jetpack Ranger mit Raptor. Kleiner Raptor hier. Süß, ne? Guck mal, da haben wir einen kleinen Raptor. Heute mit Lila. Ich mag Lila. Dazu Jetpack. Da könnte auch bei McDrive arbeiten. Aber er ist wohl Jetpack Ranger geworden. Und hat ein Jetpack hinten dran, gebautes, einfaches Teil. Dazu dann hier noch so einen kleinen Köder mit ein bisschen Fleisch. Und vegan ist nicht. Und ein Helm. Jo, also nett. Limited Edition. Ja, genau. Mit einer genauso limitierten Karte Nummer 22 dabei. Und dann gucken wir mal. Lass mich raten. Da ist Owen. Guck mal, das, wenn schon nicht vorn drauf, dann doch innen drin. Das sieht doch schon mal nett aus. Jo, genau. Also Jurassic World. Dazu ein bisschen Poster und es geht weiter mit, ich habe ihn vermisst, da ist er. Owen, würde ich doch sagen, mit Motorrad. Lust auf ein Wettrennen, Blue? Ja, ob der Lust hat, das wissen wir nächstes Mal. Wann wissen wir es denn überhaupt? Steht hier nicht. Doch, 27. Oktober. Naja gut, ist noch ein bisschen hin. Apropos, fällt mir nicht ein, warum apropos, aber Sushi ist angesagt bei den Friends-Mädels. Wir haben einen coolen, flotten Sushi-Stunt. Mit 38 Teilen und mit Sushi. Diese neuen hier bedruckten Teile, die sind noch nicht so alt, glaube ich, die Sushi-Teile. Da sehen wir es und da geht mir schon das Hackebeilchen flöten. Ja, auf dem Cover stecken sie das hier so irgendwie rein. Na, da muss man das so auf Anschlag, glaube ich, setzen. So ist besser. Haben wir auch Stäbchen. Ja, mal wieder keine Minifigur, auf jeden Fall. Aber Rätsel und Bastelspaß mit Lego-Set. Gucken wir mal, was haben wir da? Rätsel und Comic und im Zweifel auch ein bisschen was zum Basteln. Und die Info, was nächstes Mal gibt, wieder keine Minifigur, aber wieder was Cooles, sagen sie selber. 30 Teile, komm und back mit uns. Aber nicht so oft schon Backutensilien gehabt. Ja, na gut. Das, ab dem 26. Oktober. Dann ist nächstes Mal wahrscheinlich wieder Tiere heilen dran. Und dann als nächstes hier goldig heute. Nämlich Star Wars mit C3PO
und einem Gong-Druiden. Der ist gebaut, da, aber gefühlt fast zwei Minifiguren. Da, sieh mal, schön bedruckt natürlich auch. Und dazu einer von den besseren C3POs, weil er nämlich auch die Seitenbedruckung hier hat. Da sehen wir es. Und auch die Beine, guck mal da, zweifarbig in Silber und in Gold. Das ist ziemlich cool, finde ich. Überraschend. Naja, also, was haben wir hier? Ah, quillt wieder raus, da der Rest. Also eine von den besseren C3PO-Figuren. Ich glaube, das ist ein Heft, das wahrscheinlich doch einige interessiert. Limitierte Karte. Und dazu Comics und Rätsel. Und, was können wir uns hier in Spind hängen? Na, wo haben wir's? Ah, bereit für ein Abenteuer. Dann haben wir Grogu mit Mando. Und nächstes Mal gibt's Darth Vader's TIE Advanced. Plus Collection 3, Nummer 30. Okay, limitiert natürlich am 6. Oktober. Jo, also, goldig Highland am Ende natürlich. Und dann haben wir Minecraft, wieder mal auch liefert ab. Haben wir hier nämlich toll im Extra Plünderer und Trainingspuppe. Da haben wir den Plünderer. Oh, hier, guck mal, auf wie erhaben die Nase oder der Mund oder was auch immer da rausguckt. Schön mit auch hier ja, einer Waffe in der Hand. Und dazu die Trainingspuppe mit Lampe und eigentlich noch ein Blümchen hier. Das ist aber wohl im Spiel meines Sohnes flöten gegangen. Ja, es wurde gespielt damit. Ja, da hat die Erziehung wieder versagt. Mein Sohn spielt mit Lego. Ja, na gut, wir arbeiten noch dran. Noch ist ja nicht alles vergeben mit der Erziehung. Ja, wir sehen Comic. Wir sehen auch hier wieder die Möglichkeit, dass man diesen Comic dann zweigeteilt, also dass man sich entscheidet, liest da weiter, wenn du das willst. Ich will nicht wissen, wer, also ich glaube, jeder wird wahrscheinlich einfach durchlesen. Aber man kann zumindest sich daraus so ein kleines, also seine eigene Entscheidung machen. Da sehen wir, wie es gebaut wird. Und nächstes Mal gibt es dann Grusel-Extra. Natürlich, Halloween steht an. Spinnenreiter am 10.10. Das ist nicht mehr so lange hin. Auch schön, dann endlich mal ein anderer bei Ninjago. Nämlich im Bereich Dragon Rising haben wir Arin jetzt mal. Ja, mal nicht einer von den typischen, sondern zur neuen Gruppe da gehöre ich. Hier mit so kleinen Hörnchen oben. Können das mal abnehmen. Leider nur ein Gesicht, aber ein lächelndes, wie wir hier erkennen können. Und dazu, ja, auch mal eine ganz andere Waffe. Das sieht eher aus, ja, als wenn er ein Schiff da irgendwas zum Ankern rausgeworfen. Ein Ankerhaken, aber lässt sich auch ein bisschen bewegen. Ja, Blümchen da vorne dran. Ja, romantisch. Und hinten könnte man theoretisch noch ein Schwert reinstecken, hat aber nicht. Blöd, nicht? Hat man da extra was und dann geht gar nichts. Nun ja, aber immerhin finde ich schön, dass da also mal was anders ist. Was können wir noch erfahren? Wir erfahren, wer er ist. Arin, genau. Wie du ist Arin ein riesiger Ninja-Fan. Voller Engagement hat er sich sogar selbst Spinjitzu beigebracht. Na, wer nicht? Ja, einfach mal ein YouTube-Tutorial angucken und schon läuft's doch. Ninjago. Und wenn das nicht hilft, hat er immer noch seinen Enterhaken. Da siehst du. Sag ja, Piraten lassen grüßen. Sag noch mal einer, das Piratenthema bei Lego nicht käme. Da ist es doch. Habe ich erwähnt, dass hier Comics drin sind, Rätsel. Und da haben wir auch die klassischen immer noch. Für immer Ninja, was wir hinhängen können uns. Und am Ende gibt es die Frage, 2. Oktober kommt das hier. Wer ist das? Der Klauenjäger. Ich muss mich erstmal einarbeiten hier. Mit meiner Lanze gehe ich immer aufs Ganze. Das ist ja lyrisch. Ja, Klemmbaustein-Lyrik. Sag noch mal einer, hier geht es nicht ab, was die Lyrik angeht. Apropos abgehen. Highlight wahrscheinlich wirklich für viele. Zumindest die, die ein bisschen auf Dreams stehen, ist das neue Dreams-Heft Nummer 1. Früher wird es nicht. Mit Matteo und einem gebauten Sieblob. 18 Teile sind es insgesamt. Und da haben wir Matteo, wer ihn noch nicht hat aus den Sets. Hier ist er mit schön hier auch diesen blau, diesen farblich leicht veränderten Haaren da oben. Und der hat zumindest zwei Gesichter. Guck mal, da und dort. Man erkennt an der Färbung hier, das soll das gleiche Gesicht sein. Hat hier noch einen Gürtel drum, schön gestaltet, ansonsten nicht von der Seite leider, da ist C3PO irgendwie noch cooler. Aber dafür haben wir noch einen gebauten Sieblob. In, ja, nicht nur Blobsicht, das wäre ja nur hier oben, in ganz klein, das könnten wir abmachen. Komm, gib mir, ja, genau, sehen wir. Aber es ist ein, ja, kleiner Mac sozusagen und cool. Also finde ich eine schöne Kombi. Wer die Sets hat, hat natürlich so ein bisschen was davon schon, aber
dafür noch nicht das Heft. Und da gibt es dann wieder ein bisschen Geschichte drumherum. Es geht in der Schule los, man schläft und dann geht sie ab, die wilde Reise und die wilde Tour mit einem C-Blob, Z-Blob, C-A-B-C, sie, Z ist doch sie, ne? Ja. Oder er, man weiß es nicht. Willkommen im Traum der Traumwelt. Dann gibt es aber natürlich, man muss ja die Leute auch erstmal fix an, also ein bisschen informieren. Matteo und C-Blob, Z-Blob, sagen wir einfach kurz auf Deutsch, wer das eigentlich ist und weshalb man denn eins von den übrigen Sets sich wahrscheinlich kaufen sollte. Es gibt noch ein kleines Spielchen drin, das haben wir auch gespielt. Betonung liegt auf klein. Und dann gibt es am Ende die Frage, 17. November geht es weiter mit einem coolen Extra. Krasse Greifzange, eine krasse Krabbe. Ich nehme die Schurken auseinander. Und super starker Bohrer, Wendegesicht, Action und Rätsel. Cooper mit Robo-Armen. So, was machen wir draus? Was nehmen wir aus diesem hier mit? Ich finde am coolsten den C3PO durch die schöne Bedruckung. Ich finde es schön, dass Arin jetzt mal dabei ist. Ja, und Dreams einfach, weil ich in Dreams schon so ein bisschen verliebt ist, übertrieben. Aber finde ich cool. Minecraft liefert einfach Standard hohe Werte ab mit gefühlten zwei Figuren. Also ja, ist ein guter Monat, würde ich mal sagen. Dann war es das für heute. Wir sehen und hören uns bald wieder. Was ist euer Highlight hiervon? Oder... ja, ich glaube, Batman gibt es ja einen Batwing jetzt, den habe ich heute jetzt hier nicht. Den gibt es dann beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.